Ey, ohne Witz, es ist so lächerlich, dass Twitch da so rumspastet. Also, dass es denn wirklich alles den kleinen Leuten nimmt. Ich hab. Oh! Leute, ich glaube, ich kann gleich aufhören zu streamen. Ich habe gerade 50% verworfene Frames. Ich kann gleich aufhören. So leid es mir tut. Also, es bringt nichts. Es nervt einfach ab. Es nervt wirklich ab, was da abgeht. Das macht doch gerade keinen Spaß, ehrlich nicht. Wie gesagt, dass wir immer die Arschgekniffenen sind, ne? Wenn wir da kein Partner sind oder was weiß ich nicht was, das nervt. Es nervt halt wirklich richtig ab. Als Sache irgendwo. Jetzt ist wieder weg. Jetzt wieder da. Jetzt wieder weg. Es ist, naja. Fünfundvierzig Prozent verworfene Frames. I love it. Lustig ist das Hochhaus hier. Das wird als so riesig angezeigt. Und du kannst praktisch Sell 50% auf. Nur in zwei, drei Schaufenster rein. Komisch. Ja, ich hoffe, das beruhigt sich jetzt wieder. Also die Prozentzahl geht weiter runter. Problem ist aber zu langsam. Richtig zu langsam. Boah, verbraucht der Energie zum Trinken und sowas. Prozent, also es geht weiter runter. Was weiter nach oben geht, sind wirklich die verworfenen Frames. Und das verstehe ich halt nicht, das nervt halt tierisch ab. Stirb, stirb. Box, oh load. Ken auf Öl, okay. Gewusst, dass einer liegt. Das ist ein Store. Da gehen wir jetzt gleich mal rein. Gott, soll das denn jetzt immer so sein, dass kleine Leute am Wochenende keine Chance haben zu streamen, weil Events laufen? Hohe CPU-Auslastung, yeah! Was geht, ey. Nichts fallen lassen, hier ist auch nichts drin. Okay, hier können wir hier Geld abheben? Da können wir nichts dran machen, okay. Was war das? Ach, das sollen diese Läden sein, die man bald besuchen kann von Ingame. Okay, alles klar. Bessere Schlagwaffe wäre nicht verkehrt. Okay, die ist down. Oh, das ist noch ein Zombie. Der kann auch getrost da stehen bleiben. Oh, da sind voll viele Zombies am Weißen Haus. Yeah,
Yeah, ich habe sauberes Wasser. Der Zombie hat sauberes Wasser fallen lassen. 1 Liter sauberes Wasser. Bisschen leere Flasche weggeschmissen. Ja. Nee, dann nicht. Shredded Mirrors. Was auch immer das ist. Was geht da hinten ab? Da wird wieder rumgeballert. Keine Ahnung wo. Ehrlich gesagt, interessiert mich das auch gerade herzlich wenig. Da wo geballert wird, da nehme ich Reis aus. Steht da eine Postkutsche oder was? Kev. Boah, komm. Kosmetik-Case. Okay. Was ist das? Kosmetik-Case? Keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwie zum Aussehen oder sowas. Ich muss doch gucken, dass ich mich irgendwo safe stellen kann. Wegen Desktop-Switchen und sowas. Leute, ich hoffe einfach, dass sich das, wie gesagt, am Laufe des Abends legt. Das ist echt total nervig. Willst du das jetzt nicht ernsthaft machen, Kev, oder? Mit dem Code schreiben. Die Häuser hier haben sie geil gemacht. Das sieht richtig fett aus. Ja, hier. Neuer Schläger. Spike it bad. So, ich hoffe, dass ich jetzt gleich safe stehe. Dann switch ich mal kurz auf den Desktop. Shotgun Shells und noch ein Eraser. Kann ich da vielleicht die Muni rausnehmen? Wahrscheinlich nicht, wa? Hat die denn... alle eine Kugel drin? Eine einzige. Nee, doch nicht. Die hat gar keine Kugel drin. Ey, du bist jetzt... Nee, hör bloß auf. Boah, Kev. Du sollst es doch nicht machen. Gut, du könntest dir so geil einen PC davon kaufen oder sonstiges. Durch die Pistole wieder, dann wird die wahrscheinlich auch keine Schüsse haben hier. Oh, der ist auf jeden Fall hier irgendwo. Ja, pass auf, ich switch mal kurz auf den Desktop. So. Wo hab ich's denn? Wo hab ich's denn? Musst du mir dann praktisch nur sagen, wann du anflüsterst. Oh, jetzt kann ich nicht zurückswitchen. Ich hoffe, mein Stream läuft noch. Ich glaube, mir ist gerade das Spiel abgeschmiert. Also nicht wundern. Ich habe bei Geburtstag wünsche ich mir einen PC. Okay. Ja, ich glaube, mein PC ist gerade abgeschmiert. Also nicht mein PC, sondern das Spiel. Fenster schließen. Wir machen gleich weiter.
Was? Och nee, das hast du hast jetzt nicht ernsthaft. Och Kev. So, dann probieren wir es auf jeden Fall nochmal. Das schöne Aftermath. Ob es dir machen kann. Na, wie gesagt, er hat die Vorlagen dafür gehabt und hat es praktisch alles direkt eingegeben. Das sind keine einzelnen Fenster, die er eingefügt hat, sondern wirklich das Ganze da. Ich könnte höchstens mal gucken, dass ich da irgendein anderes Fenster drüber klatsche oder so. Das wäre machbar. Sonst muss ich wirklich gucken. So, dann probieren wir nochmal das Romero Aftermath. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt müsste alles funktionieren. Auf jeden Fall verbrauche gerade um einiges weniger Kilobyte als vorhin. Ich bin ja über bei 2,4, 2,3 und so weiter gewesen. Jetzt brauche ich mal wirklich 200 Kilobyte und nicht 2000 Kilobyte und sowas. Ja, stimmt. Jetzt, wo du das sagst. Hui. Oh, jetzt kann ich nicht mehr rausswitchen. Fuck. Wie kommt man noch mal anders auf den Desktop ohne? Komm, ich mach's jetzt einfach. Alt Tab. Ausrufezeichen. Game. Romero's Aftermath. Lustig ist jetzt, dass wahrscheinlich mein Game wieder gecrashed ist. Ich darf nämlich nicht rausswitchen, nicht raustappen. Und da liegt bei dem Game hier, ja, noch das Problem. So, aber es hat wahrscheinlich funktioniert. So. Mein schönes Messer. Bin ich echt so weit ausgelockt? Auf jeden Fall hier oben ist die Stadt. Windows-Taste und D, okay. Cool, dann sind wir direkt an der großen Halle hier unten. Da unten ist es doch schon der erste Zombie. Jetzt versuchen wir einfach nochmal unser Glück hier in Romeros Aftermath. Also Versuch der Vorstellung Teil 2 an einem Abend. Oh, da stehen so viele auf dem Haufen. Stehen gerade richtig viele auf dem Haufen. Ich weiß gerade gar nicht, Controls, wie ich Push to Talk aktivieren kann. T, alles klar. Okay, Raffles, mach das. Aber hast du nicht Pizza bestellt? Oder ist sie schon da? Okay, das ist krass. Das ist krass, aber das sind die Vorwürfe, die andere Leute dann den Leuten da machen. Tja, der Nightbot-Befehl. Keine Ahnung, was mit dem Nightbot los ist. Er dürfte eigentlich normalerweise gar nicht existieren mehr, der Befehl. Das ist krass. Keine Ahnung, ob sich das jetzt lohnt, überhaupt reinzugehen.
Money, ich hab meine erste Money, 101 GD. Ja, da gibt's so einen Fail-Count und so, keine Ahnung, das funktioniert alles nicht wirklich. Es kann auch sein, dass ich den gesamten Befehl YouTube nochmal neu kreieren muss. Den erstmal löschen und so weiter und dann nochmal neu. Ne? Also, ich habe ihn versucht zu editieren. Geben sollte es ihn eigentlich nicht mehr. Aber nun gut. Oh, der ist auch down. Ist er? Das sollte der Befehl sein. Das sollte der Befehl sein, der da irgendwie kommt. Und deswegen, ich habe keine Ahnung. Er ist wirklich creepy. Smarry creepy. Okay. Oh yeah, ich hab Money, ich hab Money, ich hab Money. Das verstehe ich auch nicht. Den hatte mir Nico irgendwann mal eingestellt, diesen Fail-Counter. Aber, naja. Ach, das Fiepen, alles klar, wenn ich im In ah. Viele Zombies da sind. Also wenn sich das jetzt nicht lohnt, dann weiß ich auch nicht hier. Aber wie gesagt, dass die Zombie-Texturen von dem alten Spiel übernommen haben. Okay, Raffles macht das. Da habe ich keine Ahnung, warum sie das so gemacht haben. Hätten da vieles, vieles Neues machen können. Bessere Schlagwaffe. Wir sind 3, wir sind 2. Der ist auch down. Jo, kein Thema, Kev. Kein Thema. Auch wenn ich die Ansage ein bisschen gefällt habe. Oh fuck, was geht hier ab? Yo, nächster Money. Ich bin reich. Ich hab voll die Money hier. Oh fuck, da sind zwei Zombies. Oh, da sind mehrere Zombies. Nee, es lohnt sich nicht hier reinzugehen. Gucken wir dann ins Auto noch, aber dann war es das. Na, ich habe ja gesagt, ich gucke immer, wie die Leute sich verhalten und sowas. Du bist schon eine Weile dabei. Und, Harvest? Hast dich praktisch nicht verstellt und sowas und das finde ich halt richtig, richtig gut. Und von daher denke ich, dass du dir es verdient hast, mit den Mat zu werden. Twitch Money, wäre ich froh, wenn ich Twitch Money kriegen würde. Genauso wie wenn ich das große Geld auf YouTube verdienen würde, aber das tue ich nicht. Wenn ich immer was verdiene, wie gesagt, habe ich es meist über die Community zurückgesteckt.
Ne, dann habe ich hier. Was ist jetzt los? Oh, ich habe festgehangen. Ist wie gesagt zurück in die Community gesteckt, dass ich entweder ein neues Mikrofon gekauft habe, neue Kopfhörer, also ein User Interface, zweiten Bildschirm, ein PC gesteckt. Whatever. Und das wollte ich jetzt das Endresultat bis jetzt. Das nächste, was vielleicht nochmal kommen würde, ist vielleicht ein noch besseres Mikrofon. Das, was ich jetzt habe, ist richtig, richtig gut. Das Rode NT1. Aber es gibt halt noch bessere und leichtere. Und da will ich halt mal gucken. Und die Stadt will ich nicht zurück. In der Stadt waren wir jetzt schon. Stratford City. Diesen Counter, den verstehe ich nicht. Choose it up. Ein Salat. Hier, einen sehr leckeren Salatkopf, der im Auto lag, gegessen. Der ist bestimmt noch saftig und knackig gewesen. Knackig, weil er hart ist, und saftig, weil innen drin schon die Fliegen unterwegs waren. Ich bin mal gespannt, ob hier dran irgendwas Großartiges wartet. Ich weiß nur, ich war hier mal am Flughafen. Die Zombies waren hier ganz, ganz, ganz fett unterwegs, sag ich mal. Da steht auf jeden Fall einer auf der Straße, den hole ich mir jetzt. Hier die Randgebäude werden wir uns auch gleich mal angucken. Ich hätte mal wieder so Bock auf einen geilen Eisbergsalat, aber die findest du ja so selten mittlerweile, einen leckeren Eisbergsalat. So, der erste Mister ist down 1%. Was passiert, wenn ich 100% habe? Da müsste doch irgendwas Cooles eigentlich passieren, oder? Bei 100%. Aber 1%, das heißt, ich müsste jetzt 100 Zombies killen. Ob sich das lohnt, ich weiß es nicht. Soll ich es mal probieren? Einfach 2% Zombies killet. 1% Zombies, hä? Verstehe ich nicht. Eine Kuga. Irgendeine andere Waffe. Broken Crockett, okay. Cranberry Juice Box, yeah. Schön mal schnabulieren. Schön schnabulieren, was ist das? Klaus Rack. Ja, die fertigen Boxen gibt es bei uns auch, aber da bin ich nicht so der Fan von. Ich mag dann lieber, ich will den Salat selbst zusammenstellen, so, weißt du? Da weiß ich auch, was da drin ist und was weiß ich nicht was, weiß auch, dass er frisch ist und nicht so, sag ich mal, weißt du, wie lange der Salat schon da gelegen hat? Ich meine, okay, man sieht dann immer, wie braun die Blätter sind und so weiter. Und die sagen ja auch immer, es muss frisch sein und so weiter und so weiter. Aber ich glaube da nicht wirklich dran, dass es so frisch ist. Keine Boxen, okay. Ja, ich lese ja, so frisch machen, aber das Problem ist halt, da sind halt Unterschiede, weißt du, die einen sehen halt frisch machen, wie, die gehen in den Laden, holen sich so eine Salatbox, sagen, boah, ich habe diesen frischen Salat, weil das halt drauf stand oder so,
Und dann gibt es Leute, die sich einfach die Einzelzutaten holen und sich das auch selbst zusammenstellen, so, weißt du? Also holen sich einen leckeren Kopfsalat, holen sich ein bisschen Mais, holen sich ein bisschen Tomaten und so weiter und so weiter. Dann ich zu Hause hin, waschen das und ja, machen das dann langsam, weißt du? Jetzt kann man hier fast in jedes Gebäude rein. Also zumindest die kleinen. Ist gar nicht so verkehrt. Was haben wir denn hier? Okay. Charcoal. Cream of Mushrooms. Fireworks, okay. Das Chrism Shank. Keine Ahnung, was das ist. Glue, Duct Tape. Close Rack. Was haben wir hier? Firewood. Da könnte man sich auf jeden Fall irgendwas zusammenbauen. Noch eine Kruger. Jetzt gucken wir mal kurz, ob in den Kruger vielleicht Muni drin ist. Kein bisschen Dingens drin. Shotgun Shells. Ich habe. Oh, ich habe hier eine Sweeper. Ach, sowas meinst du? Ja, okay. Alles klar. Das ist natürlich richtig geil. Also, so würde ich mir das wünschen. Also, wie gesagt, größtenteils selber machen halt. Und ja. Ich habe wieder richtig Bock drauf. Chocolate Bar. Oh, was zu futtern? Futtern ist immer gut. So, dann werden wir hier mal weiter durchspazieren. Erstmal die kleinen Häuser da durchmachen und so was. Okay. 100 Gramm kosten 99 Cent. Jo, kann man nicht sagen. Jetzt habe ich wieder 0% Zombies killed. Ich muss den Counter nicht verstehen, oder? Counter ist im Arsch. Das ist alles. Rohes Fleisch. Findet man natürlich auch einfach so im Auto. Ne? Also, ich meine, es ist ja bei uns nicht anders. Ich gehe da hin, ne, ins Auto. Ich breche es auf und habe da einfach mal so ein schönes rohes Fleisch drin. Oh yeah. Wieder 1%. Tatsache, was ist denn das für eine Scheiße? 9 mm Bullets. Yeah. Was ist das für Blumen? Sehen so komisch blau aus. Kann ich aber nicht aussammeln. Sind lauter so blaue Blumen. Besoffene Blumen. Wer will besoffene Blumen haben? Stirb, stirb. Es ist ein Duct Tape. Oh. Gibt schon wieder eine Kruger. Plastikcontainer. Jetzt bei 2%.
über 1%. Yeah. I like this fucking game. Will mich nur verarschen. Yeah, yeah. I like the fucking game.